Na was? Ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum die Folge ausgerechnet so anfängt. Folgendes. Das mit dem Igaratz, den wir nicht gefunden haben, das war ja ein Bug. Deswegen habe ich den jetzt einfach hergecheatet, um das zu bereinigen. Sonst würde ich das natürlich ignorieren. Aber ich denke, an seinen Truhenschlüssel zu kommen, ist halt vom Spiel gewollt in dem Minecraft, ne? Und das ist halt quasi komplett weg, wenn Igaratz nicht sterben kann, ne? Deswegen laufen wir jetzt wieder zurück zum Kloster und machen... setzen wieder da an, wo wir aufgehört haben. Aber... ja. Nur so ließ ich das jetzt halt machen. Weil es schon doof mit manchen Bugs. Manchmal sind sie da, manchmal nicht. Und ich denke, in dem Fall ist es okay, wenn wir sagen... wir killen Igaratz, weil er hätte uns sowieso gekillt, laut Spielverlauf. Das habe ich nachgeguckt. Und er hätte versucht, uns anzugreifen. Nicht versucht uns, also hätte uns nicht gekillt. Uns doch nicht. Und ja. Jetzt haben wir den Truhenschlüssel. Und dann gehen wir mal an seine Truhe ran, weil Taschendiebstahl hätte uns da auch nichts genutzt. Also, der hätte uns früher was genutzt, hatten wir aber nie. Und ich finde, es ist jetzt okay, wenn wir jetzt hier da mal rangehen. Moinsens, Moinsens, Moinsens. Ich war nur kurz weg. Guten Tag. Das liegt doch auf der Hand. Für mich sieht keiner. Mich sieht keiner. Sehr gut. Da wollen wir mal ran hier. Das kann ja nicht ewig sein. Ein Bündel Papiere, mehrere zusammengerollte Dokumente. Ist das wirklich wahr? Mal gucken, was da drin ist. Möglich ist alles. Brief an Babo. Lieber Babo, du wunderst dich bestimmt, wie wir dazu kommen. Diesen Brief zu schreiben. Wir haben alles Geld zusammengelegt und den Meister Marlas gebeten, diese Zeilen hier zu schreiben. Also wir wünschen dir viel Glück auf deinem weiteren Weg und hoffen, dass du deine Freunde nicht vergisst. Als Abschiedsgeschenk haben wir dir noch, schöner Schreibfehler, dir noch ein Bild eingepackt, damit du immer an uns denkst und dir die Nächte im Kloster nicht zu lang werden. Viel Erfolg im Kloster und viel Spaß mit dem Bild. Ach du Scheiße, was ist denn das Bild von einer nackten Frau? Alter, dafür habe ich Cheats verwendet. Wow, wow. Ich hoffe, YouTube wird das jetzt nicht zensieren, aber so. Egal. Dann gehen wir mal zu Babu. Das hätte ich dir vorher sagen können. Der Arme. Schade, aber das Rezept von Meister Neoras war nicht dabei, ne? So. Ich habe deine Dokumente. Wirklich? Danke. Du hast mich gerettet. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Ja, ja, beruhige dich wieder. Sind es auch wirklich meine? Ja. Bist du dir sicher? Zeig her. Und aufgrund der nackten Tatsachen ist der Preis gestiegen. Ich werde sie noch eine Weile behalten. Nein, ich bin Ehrenmann. Ehrenmann, der Typ, der geht ja schon ein vor Angst. Hier sind sie. Ja, sie sind vollständig. Hast du sie angeguckt? Tut das was zur Sache? Nein, Hauptsache ich hab sie wieder. Ich hoffe, ich kann jetzt wieder ruhig schlafen. Oh Gott! Ich kann wieder ruhig schlafen. Meine Güte. So, zurück in den Alltag. Die Rune des Feuers, genau. Man selbst ist da nicht darauf gekommen. Aber da war nicht zufällig das Rezept von Neoras dabei, ne? Nee, bestimmt nicht. Ich bin ganz deiner Meinung. Wer erzählt jetzt was? Sonst irgendwas? Nö. Ich hätte das anders gemacht.
Feuerpfeilrune. Stimmt. Das ist unsere zweite Prüfung. Wir müssen eine magische Rune herstellen. Aber da gehen wir mal in die Bibliothek dafür. Vielleicht wissen die Meister was. Hey. Ja, Meister. Ich habe die Prüfung des Feuers gefordert. Ulta hat mir die Aufgabe gestellt, eine Feuerpfeilrune zu erschaffen. Und jetzt willst du, dass ich dir die Formel beibringe? Oh, please. Ich weiß nicht, wie ich es sonst schaffen soll. Gut, ich bringe dir die Formel bei, aber erst, wenn du alle Rohstoffe dafür besorgt hast. Welche Rohstoffe brauche ich für eine Feuerpfeilrune? Steht im Buch. Lies es nach. Es steht in den Büchern. Schwefel, glaube ich. Guck ich mal nach. Feuerpfeile. Schwefel, nochmal. Als ob ich das nicht hätte. Hey. So. Lehre mich, die Rune Feuerpfeil zu erschaffen. Komm wieder, wenn du mehr Erfahrung hast. Alter, willst du mich doch wohl verarschen, oder? Ich hatte gerade erst vor kurzem ein Level, aber jetzt muss ich 3000 LP zusammenkratzen. Geil. Hey, du. Na, dann gehen wir mal ein paar Lurker schlachten. Alter, ist das eine Scheiße. Ihr seid auch alle... was ist denn das? Ihr wollt euer Wissen preisgeben und dann so, nur kommt viel weiter. Du hast zu wenig Punkte, Brudi. Alter. Ich gehe ein bisschen abenteuern, Alter. Mann. Ihr wollt mich doch flachsen, ey. Dass ich das mal bringen würde, einen XP-Grind in Gothic 2. Geil. Ja, Großbauer Filler, da sind noch so viel Lurker schlimm. Schlimm ist das. Aber jetzt kann ich die ja endlich wegballern, das finde ich so nice. Alter. Langweilig, nee, klar. Aber dann kommen endlich die Lurker weg. Als Noviz ist das schon. Oh, da hinten ist klar das Turm, toll. Ich klatsche euch, Amana. Und die Menge jubelt, Amana. So. Weg damit. Ich habe noch ein paar offene Rechnungen mit den Viechern. Und zwar so einige. Ja, Mann. Diese Schmockgestalten werden jetzt ihr blaues Wunder erleben. Ich werde vorher trotzdem noch aber mich voll phrasen. Apple. So. Müsst ihr noch, als wir fast nichts mehr zu essen hatten? Das war schlimm. So, Cousin. Komm her. Kriegst du jetzt Kuss auf Wange? Ja, umrunde mich nur hier. Ich hab die Range. Ich bin ein Ranger. Oha, easy. Aus die Maus. Wow, smooth. Du kommst mir hier nicht zu nah hier. Nice. Alter, endlich kann ich hier ungestört auch mal gucken, was hier so ist, ey. Irgendwelche Pflänzchen hier. Normal, Feuerkraut. Geil. Lecker. So, den auf der Insel, den habe ich geschreckt. Alles klar. Ah, ich weiß noch, wo wir hier sind. Hinten, auf den Feldern. Bei diesem Mini-Tümpel. Und der Rest halt richtig viel auf dem weiten Plateau, ne? Also so richtig viel hier. Moinsens. Der muss einfach mehr trainieren. Nee, der muss mehr pumpen, Digga. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Der muss mehr pumpen, Alter. So, die da. Ihr seid am Arsch.
Euch habe ich auch eine Rechnung noch lange offen hier. Ja, laber nicht, komm her. Ja, Mann. Alter, die können mir gar nichts. Seit wir Ziebe Range halten, wie geil ist das denn? Ich weiß nur, als sie mir das Leben richtig schwer gemacht haben. Mit der Waffe geht steil. Ey, nix antatschen. Nur angucken und ansterben, nix anfassen. Smooth motherfucker. Ja, Mann. Ah, geil, das Ding, geil. Jetzt kann ich hier looten. Was habt ihr denn? Alter, hier liegt die Spruchrolle im Wasser. Die muss doch vollkommen durchnässt sein. Da kann man doch gar nichts mehr mit anfangen, ey. Aber witzige Idee der Entwickler. So, Weidenplateau. Jetzt geht's auf das Weidenplateau. Alter, wir brauchen noch richtig viel, ne? 2, 6, ja, wir brauchen fast 3000 EXP. Wie viel geben die? 120, ne? Alter, 5 von denen sind 1000, also mindestens 15. Ne? Ich weiß nicht, also bislang hatten wir 4. Brauchen wir noch mindestens 11 Lurker. Und die eine Blutfliege da, ja, okay. Scheiß auf die, Mann. So. Da hinten ist noch das schnaubende Viech, ne? Mal gucken, was wir damit anstellen. Das schnaubende Viech könnte ich mir schon vorstellen, was Cleveres zu benutzen, wie ein Golem erwecken oder so. Oder auch nicht. Ich weiß nicht, soll ich es dafür schon ausgeben? Ja, komm. Das ist auch so eine Art Mini-Boss. Und für Mini-Bosse, wie gesagt, bin ich bereit, Sachen auszugeben. Dann beschwören wir uns mal einen schönen, sexy Steingolem, ne? Für das schnaubende Viech. Schnaubende Viech ist irgendwo da hinten, ne? So, dann probieren wir mal aus, ja. Moinsens. Mausklärchen. Alter. Jetzt bloß, dass der Jäger nichts mitbekommt. So, gleich kommt er. Ja, und jetzt auf die 12. Alter. Scheiße, hält er aus. Das wird jetzt ein Fight, ey. Was? Nicht im Ernst. Ich habe hier gerade einen Golem zur Tonne rausgeschmissen. Lauf! Lauf! Da ist wieder ein riesen Drecksviecher. Das lief gar nicht gut. So, jetzt steck die Scheiße ein und hau ab. Alter, genau in dem Moment muss ich abspeichern. Verpiss dich, verpiss dich. Oh, Alter, was soll ich jetzt machen? Ich hasse solche Situationen. Genau in dem Moment verreckt er, ey. Und er geht gleich auf mich los, toll. Alter. Scheiß Drachensnapper. Warte, ich versuche mich vor ihm zu verstecken. Lauf! Bist du irgendwie schlecht? Steck die Scheiße im Laufen ein. Oh, Alter. Ist wieder eine von diesen Folgen, ne? Ich hasse diese Viecher. Warum komme ich da nicht hoch?
Jump! Jump! Warum komme ich da nicht hoch? Ist doch scheiße. Komme ich da rechts hoch? Ich glaube nicht, oder? Alter. Lass mich bloß in Ruhe. Ne, ich komme da nicht hoch. Och, Alter. Jetzt reicht's. Ich cutte kurz. Mir soll er doch verrecken. Ich muss nur richtig ausweichen. Ich hasse die Viecher. In dem Moment. Ehrenaktion. Ich hau ab. Ja! Nein! Ah. Oh. Ich bin in Sicherheit. Vorerst. So, jetzt baller ich dich von da hier unten ab. Ist mir scheißegal. Jetzt nehme ich von mir ist. Was nehme ich? Ich nehme ein Unwetter. Jetzt wirst du gefistet, ey. Oh, ich kann nicht sehen, wie viel er hat. Ich muss warten, bis das Unwetter wieder vorbei ist. Das ist wieder so ein kleiner Lachenpack. Oh, der hat nicht mehr wen. Der hat nicht mehr viel. Und jetzt baller ich dich ab. Jetzt mach ich dich fertig. Du hast meinen Golem gekillt. Ich sehe zwar fucking gar nichts, aber... Das ist es mir wert. Ich mach dich alle. Du kommst hier nicht hoch. So. Man muss sich nur zu helfen wissen. Scheiße, das ist der bislang heftigste Gegner ever. Weil Schrumpfen haben wir nicht mehr und das Viech ist übel. Das ist für selbst Drachensnapper gehört zu den heftigsten Viechern ganz Gothic 2 und das ist der heftigste von allen. So. Noch ein bisschen. Jawoll! Rache! Ach nee, ne? Komm schon! So. Alter. Nichts zu holen. Bruder muss los. Alter. Alter, war das ein Trip. Sorry für die lange Wartezeit, Boys. So, jetzt kann ich mir das ganze scheiß Drecksgebiet hier jetzt mal genau angucken. Den Mini-Wald hier. Ich hab da irgendwie noch was mitgehen lassen. Wolfszahn und so. Das war doch hier, oder? Chillige Sache. Da ist nichts zu holen. Ja. Warum auch? Das war... That really rustled my jimmies, Alter. Das war richtig krank. Oh, Waldbärenbeste. Und Feldknöderichs. Ehrenviecher. Sehen einfach literally aus wie Kartoffeln, finde ich. Aber ich finde es witzig. Una Pflanza de Ela. Hier irgendwas. Irgendwas jeilet. Schade. So, Kollege. Ne, ich nehme mir noch die Pilze hier, dann können wir labern. So. Das war doch mal was, oder? Dieses furchtbare Tier ist tot, ne? 30 Gold, geil. Dann kann ich mich bei der Jagd endlich wieder frei bewegen. Hier hast du das versprochene Geld. Ehre. So gönnt man sich XP, Leute. Und ich habe ein Unwetter verballert. Für alle, die es nicht gesehen haben, Unwetter ist wie ein bisschen wie Feuerregen, aber es hagelt dann und die Leute kriegen schon... Also so richtig Blitz und Hagel. Kann ich nochmal irgendwann mal zeigen. Danke, Innos. Nix zu danken, du Spast. Ich wollte was haben dafür. Oh, hallo. Moin. Das war übrigens mit der Rechnung wieder totaler Käse. 5 Lurker sind ja 500 und ich brauche 1000. Ich brauche die sechsfache Menge. Also 5 mal 6 sind 30, ne? Nicht 15. Aber egal.
Gibt ja noch Lurker hier. Wir lieben unsere Lurker. Da ist einer. Na komm mal hier. Maul, so. So weit. Oh, hier kann man auch gut looten. Irgendwann. Wenn hier frei ist. So. Nein, ich will nur einen. Erstmal einen hier. Sehr fein. Ja, jetzt süppeln wir wieder irgendwas Schönes. Ja, ja, ich komme gleich zu dir. Jetzt habe ich erstmal Elixier gesoffen. Geil. Ja, du kommst auch noch ran. Alter, was für ein Filmgrad, ne? Muss erstmal runterkommen von dem Viech. Alter, das hat mein Golem. Und Golems zerficken sonst andere Viecher, ne? Aber das hat mein Golem innerhalb von 4 Hits oder so komplett fertig gemacht. Und der Golem konnte nix machen. Also, big respect, ey. Ich glaube, dieses Viech war locker. Ich übertreibe mal nicht. Ich kenne ja das Spiel. In den Top 5 der Maus DPS-Gegner in diesem gesamten Game. Das war so ein Special Boss. Nice. Schon wieder eins von diesen Mistviechern. Komm mal her, hier. Nix ist, komm her. Bruder, was ist los? Komm wieder, wenn du mehr Erfahrung hast. Alter, ich geb dem gleich, ey. So, sehr gut. Sehr schön hier, das Weidenplateau hier mit diesem Krams hier und den Weiden natürlich. Da ist ein Grab. Unbekannter Soldat. Blauflieder. Hier liegt Krams. Zwei Tränke. Ja, 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 ja. Komm her. Komm her, ich baste dich. Ah, das sind sogar drei. Je mehr, desto besser. Komm ich schneller an meine Quest wieder. Es ist korrekt, el mundo. Nice. Na? Was lurkst du so hier, ne? Lurkst du? Was muckst du? Was lurkst du? Die letzten zwei Hits, die waren traurig, aber was soll's. So, du Lurker. Nice, wie habe ich das hingekriegt? Na egal. Essen. Mmm, yum, 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 yum. Miam 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 miam. Nichts zu plündern. Unsichtbare Wall. So, was haben wir denn hier noch? Sehe ich keiner mehr? Kann schwören, da war noch irgendwo einer. Ja, das sind sogar zwei. Oh Gott. Nicht gegen unsichtbare Lurker. Das könnte ja voll knicken. Sowas bringe ich doch nicht. Ach, der andere ist jetzt weg. Aber den schnapp ich mir noch. Da scheint eine kritische Zone zu sein, wie auch immer. Junge. So, jetzt baller ich dich mir auch.
Hier ist eine kritische Zone. So, Dimensionsübergang. Immer feste drauf. Jawohl, nochmal mitgenommen. Da auch einen Käse. Einen knusprigen Honig. Hört euch das an, geil. Und noch ein paar Butterfleisch hier. Fleisch, Fleisch, lecker. So, da geht's zum Minental, da können wir knicken, da kommen wir immer noch nicht rein. Jetzt geht diese dämliche Jalousie auf, ne? Eine Momente, die muss ich wieder runter tun, sonst blendet die mich ohne Ende. So. Okay. Sorry. Das war random. Wie viele Lernpunkte haben wir? Es fehlen noch 1100 ungefähr. Wo gehen wir dafür hin? Wo gehen wir für 1100 Lernpunkte? Was können wir für Quests machen? Wir gehen zum Bauernhof und geben dem Knilch seinen dämlichen das schwarze Fell des schwarzen Trolls. Dann darf er erstmal dumm aus der Wäsche gucken. Warte, dann gehen wir so. Dann gehen wir normal. Und dann gucken wir mal, wo wir dann Rest und XP noch uns kredenzen können. Man erzählt sich ja so einiges. So, hallo Bauer, hallo Bauer. Ja, Mann, der Dingens, wie heißt er? Raoul, der hat ja erst so eine große Fresse geschlagen, so hier. Alter, kein der schwarzen Trollgängern hier. Und jetzt. Maul. Da müssen wir noch die scheiß Tabak-Quest machen, genau. Müssen wir aber in die City für. Dann werden wir Aubergine verkosten und am besten Adanya Shisha Tabak. Das wird auch geil. Da war ich schon. Ich habe nur geguckt, Senorita, ob es Drachenwurzel gibt. Die gibt es nämlich oft an Baumstämmen. Alter, so viele Lernpunkte brauchen wir momentan für wirklich essentiellen Kram, ne? Für Quest weiter. Hauptquest im Grunde. Schließlich ist das ja unsere Gildenaufnahme. Wir brauchen auf jeden Fall Taschendiebstahl. Das ist für Quests überlebenswichtig. Und wir brauchen nochmal Lernpunkte. 15 satte Stück für, um die Sprache der Priester zu erlernen. Ja, hab ich Bock drauf. Wir können irgendwelche Randoms verprügeln, dafür müsste es, glaube ich, auch wieder XP geben, oder? So, einmal am Tag. Den verprügeln wir nicht, das können wir voll verknicken. So, Sentenza, großes Maul, wat? Ich erzähl dir doch nichts Neues. Hier, bitteschön. Ich hab das Fell eines schwarzen Trolls. Nicht möglich. Zeig her. Wahnsinn! Was willst du dafür haben? Da nicht so sicher. Gib mir, was du hast. Okay, ich gebe dir 500 Goldmünzen dafür und lege noch 3 starke Heiltränke oben drauf. Was meinst du? Nö, gib mehr. Das ist mir zu wenig. Dann eben nicht. Das Fell werde ich trotzdem behalten. Diese Chance werde ich mir nicht durch die Lappen gehen lassen. Okay. Ach so ist das. Ja, nö. Gib mir mein Trollfell zurück. Gib mir mein Trollfell zurück. Nein. Okay, du hast es so gewollt. Ich hau dir ein bisschen aufs Maul. Wenn man so kommt. Ich glaube, ich hau dir mal ein bisschen aufs Maul. Was? Das ist genau das, was du jetzt brauchst. Ich bin wohl bisher zu nett zu dir gewesen, was?
Maul. Das höre ich zum ersten Mal. Das ist wirklich so. Kein Problem. Jetzt dein Maul. Ja, spaß dich hier nicht so rum, ey. Mann. Pariert ohne Ende, der Typ. Haut drauf! Haut drauf! Schlag doch drauf! Nicht mit so einem Dreckstab hier. Mach ihn fertig! Kannst du voll knicken, Mann. Mit so einem Stock, mit so einem Stöckchen. Ich lass mich doch nicht zweimal verarschen. Du kriegst jetzt nochmal die Abreibung, nicht das Schafkill. Bloß nicht das unsichtbare Schafkill. Mach ihn fertig! Fuck. Nicht schlecht. So, gibt's doch keine XP mehr jetzt. Mein Fell. Darf ich mir deinen Ast nehmen? Der ist geil. So. Ich weiß langsam nicht mehr, was jetzt hoch mit dir. Hoch mit dir. Das ist doch alles nur Gerät. Da ist nichts zu holen. Das war mein Fell. Da muss man mal. Aber jetzt krieg ich auch nichts für, ne? Hast du Pech gehabt. Das war doch schon vorher. Gibt's jetzt noch irgendeine Ansage? Darüber reden wir noch. Kann sein. Ist ja schon gut, du hast gewonnen. Was willst du? Meine Sachen? Komm nie wieder auf die Idee, mich zu verarschen, klar? Schon gut. Du weißt doch, wie die Sache hier läuft, oder? Also reg dich wieder ab. Warte mal. Ich hab da meine eigene. Ja, ist jetzt noch was? Jetzt krieg ich nichts mehr, ne? Ich glaube, ich hau dir noch mal aufs Maul. Ich glaube, ich hau dir mal ein bisschen aufs Maul. Ich würde dir am liebsten umbringen. Er steht sogar auf der Liste, glaube ich. Das ist genau das, was du jetzt brauchst. Nee, steht da nicht. Ich bin wohl bisher zu nett zu dir gewesen, du was? Kommst auf die Liste jetzt für diese Aktion. So. Aber stirbst nicht jetzt. 11. Raoul. Erzähl mir nicht, ich kenne sowas. In Klammern Fellbetrüger. Bester Name. Was Besseres fällt mir nicht ein. Das war geil. Jetzt fühle ich mich gleich viel besser. Und ja. Damit war's das auch mit dieser Folge, ne? Wir sehen uns nächstes Mal. Bis dahin. Tschüss!